Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Wir sind beim letzten Mal ja in den Spezialwelten stehen geblieben, beim Flutter-Albtraum, mit dem wir ganz schöne Probleme hatten. Ich muss zugeben, ich habe den Flutter-Albtraum danach offscreen ein paar Mal geübt. Und der sollte jetzt besser klappen, es könnte allerdings auch sein, dass es noch einige Fails gibt. Jedenfalls, bevor wir hier anfangen, ich will das nämlich gleich mit 100 Punkten schaffen, muss ich immer hier runter und mir die Sterne holen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das jetzt gleich auf Anhieb hinbekommen oder nicht. Die Eier da hinten sind egal, weil außer für hier brauchen wir keine Eier. Jetzt habe ich sie trotzdem, aber was soll's. So, dann wollen wir mal machen. Den ersten Versuch werden wir jetzt mal das Gameplay kommentieren. Und danach werde ich mir Sachen ausdenken, über die wir so reden könnten. Gut, das ist die erste Hürde. Erinnert ihr euch auch noch aus dem letzten Part dran. Und hier genau. So, jetzt kommt schon der erste Knackpunkt. Ich habe mich vertan. Shit. Ah, verdammt. Zum Glück kann man hier den Flatterflug benutzen und zurückflattern. So, da ist jetzt der eine Schalter runtergefallen. Das ist das Stichpunkt. Der ist das Stichpunkt. Der Stichpunkt, dass wir nochmal in die Röhre müssen. Gut, das war jetzt ein ganz schöner Fail, weil ich habe irgendwie gedacht, ich muss früher springen. Also fangen wir von vorne an. Jedenfalls, diese vier roten Münzen waren die ersten, die es gibt. So, jetzt muss ich wieder auf die Plattform. Jetzt müssen wir warten. Eigentlich müsst ihr bei der letzten roten Münze... So, jetzt der Pfeil. Schnell. Gut, das war jetzt echt knapp. So, hier müssen wir uns jetzt ducken. Springen. Ducken und sprengen. Und nächster. Wieder den Pfeil benutzen. Hier müssen wir springen. Shit. Ah nein, ob ich das noch zurück schaffe. Aber ich glaube nicht. Nein, wir fallen. Und die Blumen fallen auch. Ja, das ist ein etwas heftigeres Level, aber es ist auch recht kurz. So, wir müssen uns wieder die Sternpunkte holen. Und ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob ich schon mal über diese Sachen geredet habe. Deswegen erwähne ich es einfach nochmal. Vor einiger Zeit, da habe ich in meinem Metroid Fusion Let's Play mal über YouTube-Kanäle geredet. Oder halt Homepages, denen ich mir gerne Videos ansehe. Und da habe ich wieder einen, auf den mich aber in der Regel mein Mann gebracht hat. Also, das geht dann, würde man sagen, der Ruhm verdient, dass er sie gefunden hat. Und zwar wisst ihr ja bestimmt, wie sehr ich Videospielmusik mag. Das erwähne ich ja oft genug, wie toll ich die Musik finde. Also in sämtlichen Spielen, die ich hier spiele, wird immer wieder die Musik von mir bewundert. Und dieser Kanal jedenfalls. Verdammt, nein, das war falsch. Dieser Kanal, das ist ein junger Mann. Er könnte man als Beatboxer bezeichnen, aber nur fast. Der nimmt nämlich Videospielmusik, nimmt sich dann mehrmals auf und singt diese Videospielmusik in einer Art Beatboxer-Weise nach. Und das ist richtig genial gemacht. Er hat richtig großes Talent. Und dieser Mann, der nennt sich Smooth McGoof. Sucht den Kanal ruhig mal. Ihr könnt mich auch danach fragen in den Kommentaren, dann gebe ich euch den Link dazu. Und seht euch unbedingt seine Werke an. Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Riesenaufwand ist, das zu machen. Hier müssten wir jetzt wieder hoch. Oh nein, das klappt nicht mehr. Muss dies doch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein Riesenaufwand ist, so ein Video zu machen, wie der sie macht. Weil er muss ja sämtliche Tonspuren sich anhören, muss sie nachsingen, muss das richtig timen. Sich dann jedes Mal... Nein, das war jetzt nichts. Dann jedes Mal aufnehmen. Was auch noch besonders ist an ihm, in jedem seiner Videos taucht seine schwarze Katze auf. Das ist das geduldigste Tier, das ich jemals gesehen habe. Er nimmt sie dann nämlich auf den Arm, lässt sie kurz im Takt zu der Musik mittanzen, mit ihren Pfötchen, und lässt sie dann nach einer Weile wieder runter. Und man sieht dieser Katze an, dass sie das alles überhaupt nichts ausmacht und dass sie es eigentlich sogar total gern zu haben scheint. So, jetzt schnell. Sie ist also sogar total gern zu haben scheint, wenn er singt und sie dabei auf den Arm nimmt. Oh nein, gut, das war's. Jedenfalls, diese Videos, die nennen sich dann immer Videospielmusik so und so a cappella. Wie gesagt, da sind keine Instrumente dabei, das macht er alles mit seiner Stimme.
Und teilweise habe ich schon diese Lieder von ihm als Ohrwurm gehabt, weil er die einfach so gut nachsingt. Wir holen uns wieder die Sternpunkte. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche länger, um das auszuführen. Weil ich habe durch die richtigen Worte doch recht schnell gefunden. Na jedenfalls, was ich auch noch gemacht habe, ich habe richtig Lust bekommen, auf meinem Game Boy Advance auch mein Yoshi's Island nochmal ordentlich zu spielen und habe angefangen, die ganzen 100 Punkte mal zu sammeln, was ich ja hier in dem Let's Play von dem Emulator auch schon gemacht habe. Und das ging natürlich um einiges schneller als hier, da ich das alles ja schon mal gemacht habe. Habe von der Welt 1 und der Welt 2 die 100 Punkte voll und habe auch schon die Spezialwelt von der 2 gemacht. Nein, nein, verdammt! Das hätte so gut werden können. Und habe auch für die Welt 3 schon angefangen. Moment, habe ich die Welt 3 angefangen? Nee, ich glaube, ich wollte sie anfangen, aber dann habe ich mich umentschieden und lieber Pokémon gespielt. Ja, das ist eine gute Wahl, denke ich. Und ich habe eigentlich auch vor, mein Gameboy-Spiel, also Gameboy Advance-Spiel, auch noch ordentlich dann durchzuspielen. Weil ich mag es einfach, wenn vollständige Spielstände irgendwo drauf sind. Das kann ich eigentlich gar nicht so erklären. Ich hatte mal so einen Nostalgieanfall gehabt, ein Silvester, und habe bei sämtlichen Zelda-Spielen, die ich habe, den Spielstand gelöscht und von vorne angefangen. Ich habe bei den meisten jetzt das Spiel wieder durchgespielt, aber ich glaube noch nicht bei Ocarina of Time. Und das wird sich eigentlich richtig lohnen, mit Ocarina of Time dann mal ein Let's Play zu machen, da ich ja gerade gar keinen vollständigen Spielstand auf dem Spiel habe. Es sei denn, ich habe den von meiner Schwester aufgehoben. Denn das war früher mal unser gemeinsames Spiel, aber ich hab's behalten. Ein Glück, muss ich sagen, denn wie ich in einem der vorigen Parts ja ausgeführt habe. Und hat meine Schwester unsere sämtlichen SNES-Games nicht mehr. Und ich nehme ja an, dass sie sie verkauft hat. Hier müssen wir jetzt kurz warten. Und hopp. Und hinein, geschafft, geschafft, wir haben's geschafft. Also ich bin sehr froh, dass wir Ocarina of Time und einige Menno und einige Super und einige andere Nintendo 64 Spiele noch habe. Ich höre Tüten im Hintergrund. Dann nehme ich mal an, dass mein Mann seine Burger gegessen hat. Wir haben die 100 Punkte. Damit hätten wir 900 Punkte in Welt 2. Aber leider geht dadurch noch nicht dieses Level auf. Ich weiß noch nicht, ob man dazu alle Spezialwelten mit 100 Punkten machen muss. Deswegen machen wir einfach mal mit dem Melonenkernhagel weiter. Vor dem ich ja doch schon ein bisschen Panik schiebe. Der war ja sowas von schwer. Als wir mal reingeschaut haben. Jedenfalls hier ist schon mal die erste rote Münze, die ich nicht bekomme. Ja, da ich bestimmt eh noch viele Tode sterbe. So, wir nehmen uns eine Melone, einen Knatterkürbis. Und machen diese Wolken hier auf. Und hopp. Da hier noch so ein verdammter Affe ist, werden wir den Knapperkürbis jetzt mal ausspucken. Gut, den nehmen wir jetzt wieder mit. So, mal kurz gucken, waren hier Punkte? Hier nicht. Das ist eine rote Münze. Und ich gucke, in dem kleinen ist einer drin. Und hopp. Das müssen die auch so falsch rum hier gehen. Wie macht man das hier am besten? Und so, und so. Und wenn dieser Affe nicht wäre, sage ich doch. So, ich muss Mario zurückbekommen. Und fallen. Leider hat es irgendwie nicht geklappt mit dem Knatterkürbis. Das ist vielleicht doch besser, Yoshis Zunge zu verwenden. Nun gut. Gut. Den da wollen wir haben. Und die Sternpunkte wollen wir uns holen. Was was bringt, sei dahingestellt. Ich weiß, da war noch einer. Ich hatte jetzt keine Lust, ihm nachzurennen. Was soll's. Oh verdammt, wir haben den ersten Schalker vergessen, der hier war. Hoppla. Na, jetzt ist er weg. Aber jetzt sind die 100 Punkte jedenfalls jetzt schon Geschichte. Ach ja, ich wollte den ausspucken. Und hopp. Und zack. Ah, nicht so. Klappt gerade nicht so, wie ich will. Jetzt habe ich's. So ein Glück. Da ist ja Stego. Stego, was tust du hier? Da wir eh die 100 Punkte nicht kriegen können,
spare ich mir hier jetzt natürlich. Weg! Spare ich mir die Blume zu holen, die wir da gesehen haben. Verdammter! Die Knatterkürbisse hier sind ja nerviger als nützlich. Hier war ebenfalls eine rote Münze. Hier müssen wir echt aufpassen. Hier wird man ja so scharf beschossen. Mein Yoshi. Tu den Mario zurück. Wir wollen ja einfach nur durch für den Anfang. Da ist die nächste Blume. Ich würde mal sagen, die kann man sich mit einem Ei besorgen. Gucken wir mal. Hoppla. So war das nicht gedacht. Hoppla. So war das wirklich nicht gedacht. Wir wollten das ganz anders tun. Du kommst zuerst. Okay. Nummer 1. Nächster Affe. Nächster Affe. Und der Knatterkürbis. Das ist ein furchtbares Level. Und noch einer. Ich frage mich, ob ich die Sternpunkte überhaupt... Soll ich mich darum kümmern, sie einzusammeln? Wir wurden ja schon so oft getroffen. Na gut. Jetzt sollten wir allerdings versuchen, die Blumen auch zu kriegen. So, erstmal wieder ausgespeit. Nein, was zum... Wieso bist du jetzt runtergefallen, Yoshi? Das war gar keinen Sinn. Mir ist eine Flasche oben gefallen, das war gerade der Lärm. Entschuldigung. Gut, Shy Guy. Gibt's das? Na gut, es hat sich wieder erledigt. Hier habe ich gerade ein bisschen Probleme, richtig schön nach oben zu springen. Nein, ich wollte den da... So, Knatterkürbis. Vielleicht hätten wir erstmal den Affen erledigen sollen. Geil, da darf der Affe halt leben. Der Knatterkürbis wird eh gleich ausgespeit, nachdem wir diese Wolken geöffnet haben. Ja, der da. So, weil die erste rote Münze fehlt, ist es wieder egal. Zack, zack. So klappt's nicht. Das gibt's doch nicht. Wollen wir doch mal die erste Hürde schaffen. Werde wieder zu nervös. Ganz, ganz ruhig bleiben. So, der Shy Guy kommt hier. So, wir haben ihn. Affe schnappen. Affe schnappen. Und den Knatterkürbis schnappen. Wolke öffnen. Die ersten 5 Sternpunkte sind unser. Zweite Wolke öffnen. Die nächsten Sternpunkte. Nicht 5, aber immerhin sind es 4, sind unser. So, Wolke ausspeien. Wolke. Wolke, klar. Ich meine den Knatterkürbis ausspeien. Verdammt nochmal! Das könnte noch eine Weile dauern. Ey, hat er etwa die Leben, Verluste von meinen ganzen Fails, die ich offscreen gemacht habe, gespeichert? Vom Flatteralbtraum, sieht so aus. Komm her, du Affe. Ich hab gesagt, der Affe soll kommen. Ruf, so kriegt man die auch tot. Gut zu wissen. Wir hatten den Shy Guy. Den hatten wir, jawohl. Dann können wir auch die Sternpunkte sammeln. Wir meinen halt wieder noch Mario länger. Ja, ich weiß, ich hab nicht... Hey, ich hab alle gesammelt, hä? Hey? Wann ist das denn passiert? Top. Einer. Unten. Zack. 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 Und zack. Und kacke der Affe. Shit. Du bleibst gefälligst. Wie soll ich mir Mario zurückholen, wenn der da drüben ist? Okay, wir sind gestürzt. Ohne Mario. Hä, wann habe ich denn ein Leben bekommen? Sind immer noch 183. Ja, nicht habe ich 100 Münzen gesammelt, ohne das mitzubekommen. Ich glaube, die Rotmünzen zählen ja auch als 2. Zumindest war das so in Super Mario 64. Lang, lang ist es her, und habe ich Super Mario 64 das letzte Mal gespielt. Sicher ein paar Play lohnen mit allen 120 Sternen, weil ich das noch nie hinbekommen habe. Da waren so ein paar, die fand ich einfach zu schwer. Und von Super Mario 64 habe ich mir mal einen Speedrun angesehen. Alle 120 Sterne in... Wie viel war es? Ich glaube, 1 Stunde und 23 Minuten. Uff, hat der sich durch das Spiel geglitscht. Ich glaube, solche Speedruns kriegt man auch nur hin, indem man glitscht, was das Zeug hält. Geschafft. So, Stego.
und die Blume. So, hier kommt schon das nächste. Ganz leicht nur springen. Gut, dieser Affe ist Geschichte. Ich würde noch gerne wissen, was das da für eine Münze ist. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Haha, du Idiot. So, jetzt der Affe will herkommen. Nein, nein, nein. Wir wollen nicht den Knatterkürbis haben. Ja, ja, ist gut. Komm her, Mario. Und hör auf, so zu laggen. Spiel. So, weg mit ihm. Okay. Vorsichtig. Nächster Affe. Wir gehen wieder zurück, habe ich gesagt. Irgendwie geht gerade nur nach vorne. Vielleicht kriege ich Stego hier runter. Sehr schön. So, kriegen wir es hin, die Blume zu schnappen? Wir kriegen es hin. Aber hier fehlen noch ein paar Münzen. Und wir müssen sie einsammeln. Ach, den haben wir vorhin nicht gefuttert, sondern anders erledigt. Weg damit, weg damit. Ich wollte ihn nicht ausspeien. Okay, gut, das waren jetzt alle Münzen. So, runter mit dir, Stego. Okay, das ist fies. Wie soll man denn da rankommen? Was zum... Ich glaube, wir sollen hier Eier benutzen, um voranzukommen. Ich kann nicht sehen. Komm her. So geht's natürlich auch. Gibt's doch nicht. Och, supi. So bin ich mal so weit gekommen. Und dann das. Wenigstens wissen wir jetzt, wo es lang geht. Also es geht die ganze Zeit nur nach rechts, aber rechts sage ich schon nach links. Orientierung ist gerade auch wieder mangelhaft. Ich sollte mir merken, wo die Affen sind. So, erstmal machen wir wieder die Sternpunkte auf. Die können wir gebrauchen, so oft wie Mario hier weggenommen wird. Der Part ist auch gleich vorbei. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ich würde sagen, wir spielen noch bis zum nächsten Tod. So. So, Kerne abwarten. Die lassen wir hier einsammeln. Hier sind auch wieder vier rote. Müssen wir ja noch. Aha, eben. Zack, zack, zack. Zack. Schnell. War ja klar. Das hatten wir anderes erwartet. Hatten wir nicht. Na, wenigstens haben wir die Punkte. So ein verdammter Bockmist. Wir müssen da runter. Wenn der Mario jetzt weggenommen wird, das ist nichts. Okay, der Part ist damit offiziell vorbei. Wir werden den Level gleich nochmal starten, allerdings mit der Pause-Taste, wegen dem Schalker, der ja gleich am Anfang kommt. So, also dann, vielen Dank fürs Zusehen, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.